So, wir sind wieder zurück. Ich habe dir leider jetzt gesagt, dass ich das Tor nicht aufbekomme. Habe ich außerdem schon eine Werbung gemacht, tut mir sehr leid. Aber sie hat mir dann gesagt, dass da ein paar Scouts rumlaufen. Und zwar im Süden vom Ruby River. Also, ich zeige es nochmal. Also, ich bin ungefähr hier bei dem Gate gewesen gerade. Jetzt bin ich ein bisschen südlich vom Gate schon. Und ich muss südlich vom Ruby River hier zum Scout Camp. Und die können mir vielleicht helfen, wahrscheinlich mit einer Axt zum Spalten. So, und da laufe ich jetzt erstmal hin. Es wird ein bisschen dauern, aber wahrscheinlich wird die Leila sich gleich schon melden und wir haben ein bisschen was zum Quatschen. Ja, ich habe tatsächlich noch zweimal Steine versucht zu benutzen. Habe noch zweimal welche gesucht und gefunden. Aber dann schnell gemerkt, dass es doch aussichtslos ist. So. Nee, Moment, ich guck mal nach Süden, stimmt schon. Süd. Osten muss ich also ungefähr dahin. Jetzt kann man sich ganz gut an dem Lake hier, ach, jetzt habe ich auch schon Lake, an dem See hier orientieren. Also ich bin jetzt ja beim See. Also muss ich jetzt nur noch nach Osten und dann zu meinem Camp und dann nach Süden. Nee, da kann man ja nicht hoch. Da ist ja der Busch gewesen. Hier kann ich doch bestimmt auch nicht lang. Eieiei. So. Das müsste jetzt ein bisschen. Ja, Osten, perfekt. Hier komme ich wieder zu meinem Camp. Und dann geht es nach Süden. Was mich ja interessieren würde, ob das wirklich einem echten Freizeitpark nachempfunden wurde hier. Ich wollte es eigentlich heute noch googeln vorher, aber dann kam mir leider Bonjour dazwischen, auch wenn dies natürlich nur eine Minute gedauert hätte. Aber könnt ihr vielleicht mal schreiben, ob ihr wisst, ob das wirklich so ein Nationalpark in Wyoming ist? Ah, guck mal da oben. Eigentlich auch ein schönes Bild, ne? Ich mache mal ein Foto. Ja, man hat so ein Fotoapparat. Ich habe jetzt noch 14 Bilder von 24. Da kann man immer so einen Schnappschuss mal mitnehmen, wenn man was Schönes sieht. Ich weiß nicht, was das bringt. Am Ende ist es, bringt es einem nichts. Oh. Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound, you know, crazy? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know. Tell them we're being bothered or something. Henry, like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Na klar. Nein. Ah, hier war ich schon, ne? Okay. Warum machen die? Kann ich das mitnehmen? Nee. So, das ist jetzt die Höhle. Ich höre dich. Moment mal kurz. Oh nein. Kein Foto, das ist nicht so schön. Die Höhle ist aber doch, warte mal kurz, da ganz oben. Wieso bin ich ein bisschen, ich wollte eigentlich den unteren Pfad lang gehen
und nicht durch Thunder Canyon. Ich muss jetzt auf jeden Fall nach Süden, und zwar weit nach Süden. Und die Höhle hat, glaube ich, da kann ich, glaube ich, nicht lang. Nach Süden. Okay, eigentlich da lang. Ja, bin ich ein bisschen falsch gelaufen, glaube ich, aus Versehen. Aber hier kommt man, glaube ich, trotzdem auch zu meinem Camp. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. I'm sure he's fine, Delilah. I mean, don't you think if this started happening to them, he or his dad would have said something? I don't know. Ned was a weird guy. No, nobody is that weird. The moment you hear someone in the bushes or get punched from the shadows, you're getting your boss on the phone. Yeah. Brian is fine. I hope so. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich hier lang oder da? Ich weiß es leider nicht mehr genau. Achso, hier kann man. Doch, hier kann man runter. Nee, ich gehe mal weiter nach Süden, weil das ist. Das müsste eigentlich schon stimmen. Ich bin jetzt doch auch ein bisschen gespannt, wie das. Süden passt. Wie das Ganze ausgeht und ob man Delilah vielleicht am Ende auch noch trifft. Das ist im Moment wirklich, finde ich das fast noch spannender, wie sie aussieht. Ja, guck mal, da ist mein Camp und jetzt muss ich eigentlich nur noch nach Süden weiter. Das müsste dann ja geradeaus sein, ne? Ja. Schön, dass ich so oft auf mein Kompass gucke, aber ich will mich jetzt auch nicht so gerne verlaufen. Und Orientierungssinn ist nicht so meins. Bin auch ewig hier in Hamburg immer mit Navi gefahren. Immer auch die gleiche Strecke, bis ich das erstmal gecheckt habe, dass es einfach immer nur geradeaus ist. Zum alten Game One Studio zum Beispiel. So. Zwei Wege. Dann nehme ich mal lieber den Süden. Das wird wahrscheinlich der Fluss sein. Nee, nicht einfach in den Wald reinlaufen. Hier war ich doch auch schon, oder? Ich mache das mal trotzdem nochmal auf, weil ich mir gar nicht ganz sicher bin, aber ich meine, hier waren wir schon. Ja. Das sind wieder Ron und Dave. Ja, das sind wieder. Ich nehme das mal mit. Toll, Paper. Brauchen wir nicht. Lassen wir hier liegen, ne? Kann ja nichts passieren hier im Wald. Achso, das ist ein Stein da drunter. Okay. Ja, hier war. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah,
Normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Müsste ja dann. Was ist das denn da? Okay. What happens if a controlled burn gets out of control? Ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen. Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. Nationalpark, wenn es da schneit, ist es ja auch ziemlich schön, da würde ich auch gerne noch mehr, okay. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Oh. Nein. Ich muss die Karte wegmachen. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Okay, sie hat es jetzt eingezeichnet. Oder wir haben es eingezeichnet, das müsste. Ah ja, guck mal, einfach geradeaus weiter. Dann sind wir da. To the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Okay. Links oder rechts? Da ist ja so ein Baumstamm. Nee. Da geht ein Baumstamm rüber, glaube ich. Wieder. Hier hoch kann man doch bestimmt auch nicht. Ja, es ist wahrscheinlich der linke Weg, ne? Ich höre mal auf, jetzt wieder alles zu reporten, weil das ist ja auch Blödsinn. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well. If forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies.
I mean, he wasn't a scout or a weeblow or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Ah, well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. Hmm. You know how to tie one? Heck no. I'd make a weeblow do it. Okay. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo. Squad Boss Carson. White Fire is okay. From their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. Mother always said I would need someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Hmm. I mean, you and I aren't very interesting. I think they're studying me. Because of what happened to you before. Everything with Julia. Yeah. Maybe they're studying the effects of something like that. Grief. Grief when you have no other choice but to be alone with your thoughts. So they set up an entire site just for you? Maybe. Oof. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did, fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Ja, ich schätze mal, hier findet man, kommen, sage ich's, haben wir eine Axt gefunden. Und damit können wir auf jeden Fall den Zaun aufbrechen. Kann man auch wahrscheinlich dieses Zeug wegmachen? Ja. Nice. Das war uns ja schon öfter mal im Weg. Jetzt gucke ich nochmal eben auf die Karte nach Norden. Ist schon mal richtig. Ich bin jetzt ja da. Allerdings, jetzt zeige ich mal eben. So, wenn ich jetzt da unten bin, ich ja gerade. Wenn ich nach Norden gehe, komme ich nur wieder zum Fluss. Das wäre eigentlich Quatsch. Ich will ja hier oben wieder hin. Zum Gate. Laufe ich jetzt trotzdem mal nach Norden, um zu gucken, weil ich das gerade wegmachen konnte. Da gibt es auf jeden Fall wieder eine Supplybox, schätze ich mal. Ah, den Sprung schaffe ich nie. Der muss weg. Nice. Hop over. Ja, ob mir das jetzt was gebracht hat. I had a thought. Let's hear it. Someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? Okay. No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like another lookout, could be on this line, is there? No.
not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Eieieiei. Interessant. Das hörte sich für mich eher an wie ein, Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. Wildschwein. June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Ist das nie so fröhlich jetzt? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Was geht denn jetzt mit dir ab? Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Ja. Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me. Just internalize it. It's a great tree. And there's an area called that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Okay, sie versucht uns jetzt ein paar unterschwellige Botschaften zu geben. Also okay. Okay, jetzt gucke ich mal eben. Nein. Cottonwood Creek. Da ist er. Cottonwood Creek ist wieder zurück. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Mal ganz kurz. Sie hat zweiter von links gesagt, ne? Das ist der Cottonwood. Oder meinte sie zweiter von rechts? Ich glaube zweiter von links. Das wäre Long Pole. Den gibt es aber, glaube ich, auch nicht, ne? Das wäre frech. Nee, es ist der Cottonwood Creek. Wieder runter nach Süden und dann rechts. Gut. Sie klang natürlich ein bisschen verdächtig. Wie schön, dass er immer daran greift. Das finde ich irgendwie cool, weil wenn man sich sowas mal eingebürgert hat, dann mache ich sowas auch immer. Auf eine Art darunter zu gehen irgendwo. So, nein. Brauchen wir nicht. Nach Süden muss ich jetzt erstmal wieder. Das hier. Ja, schon interessant, was da eben passiert ist, ne? Oh, meine Taschenlampe ist an, ja. Wie mache ich die denn nochmal aus? Na. Shit, wo ist denn jetzt wieder Süden? Mich hier raus, da.
sehr, sehr interessant, was da eben passiert ist. Also sie hat, hat sich sehr merkwürdig verhalten. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht irgendeine böse Überraschung auf mich wartet, wenn ich da jetzt hingehe. Aber dafür klang sie auch viel zu mysteriös, sonst hätte sie einfach sagen können, geh da hin. Und ich hätte es jetzt auch gemacht und dafür, sie wollte mir unterschwellig sagen, dass ich da hingehen soll. Oder beziehungsweise mir einen Ort gehen, auf den Zuhörer vielleicht nicht gleich kommen, weil sie nicht diese Baumkarte haben. Deswegen gucken wir mal, was passiert. Oh, das ist ja schön. Und in so einem Nationalpark findet man echt immer solche schönen Bilder. Ich war in den USA schon mal in ein paar Nationalparks. Das ist echt, überall kannst du was Schönes fotografieren. Und das ist fast schade, dass man nur 24 Fotos hat, ey. Schöner Baum. Auch wenn der tot ist. Ich habe übrigens auch gerade einen toten Baum bei mir zu Hause. Habe ich es nicht über den Winter geschafft. Zitronenbaum, der leider bei mir gestorben ist. Ah, hier weitergehen müssen vielleicht? Nee. Ach, ich glaube, ich bin zu früh abgebogen, kann das sein? Ist der. Sehe ich, gehe nochmal weiter geradeaus. Nee, das ist schon. Sorry. Am Fluss vorbei. Ja, das wird schon sein. Shit. Sorry. Echt cooler Baum. Gefällt mir richtig gut. Gerade mit der Sonne hier. Ich würde fast noch ein Foto machen. Das ist doch wunderschön. Ich mache noch ein Foto, komm. Gefällt mir gut. Schönster Baum im Spiel. Haben wir ihn gefunden. Ja, warum hat sie uns jetzt hier hingeschickt? Im Moment ist es mir noch ein kleines Rätsel. Es wird doch jetzt dunkler und... Was war das gerade? Dunkler und dunkler hier. Hier ist doch gerade irgendwas aufgeploppt. Mich veräppeln? Veräppeln. Mann! Okay, ich gehe mal weiter. Ah, da ist erstmal. Noch so eine kleine Station. Ah, jetzt kann ich auch sagen, dass ich hier bin. Okay. Auch interessant, der einzige bis jetzt, der komplett zurückgesetzt wird auf 111 oder wurde. Interessant. Und den kann ich auch nicht aufmachen. Nicht mal mit der Axt. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? I just checked it and the code doesn't work. It's because I changed it. Okay. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Ja, und was in dieser Box ist, gucken wir uns, glaube ich, mal
mal nach der Werbung an, oder? Ist das nicht spannend? Ich werde es schon mal eingeben und dann gucken wir nach der Werbung mal, was da drin ist. Bestimmt ganz, ganz creepige Sachen. Oder ein Typ oder so, eine Leiche. Ich bin gespannt und freue mich auf die letzte Stunde oder wenn wir es schaffen oder auf jeden Fall die letzte Zeit in Firewatch. Bis gleich.